Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hausflippers. So, wir bauen hier ein Haus um und zwar von der Tante und dessen Sohn von Lilly, die, nachdem die Kuh verschwunden war, hat die Tante und der Sohn so die Familie zusammengetrommelt, um die Suchaktion zu machen und so weiter. Und sie würde sich jetzt dabei bei denen bedanken und hat uns engagiert, deren Haus in ihr Traumhaus sozusagen zu verwandeln. Wir haben jetzt oben eine Art Observations... Was ist jetzt passiert? Eine Art Observation gebaut. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Okay, da bin ich ja froh, dass wir oben schon fertig sind. Weil... Das wollte ich euch jetzt kurz noch mal zeigen. Aber ja, wir haben die Fenster rausgerubbt, Paneele ran gemacht und so. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir hier das. Fangen wir im. Wir haben halt oben angefangen. Wir arbeiten uns jetzt von oben nach unten. Und jo. So, okay. Dann Müll ist weg. Verkaufen. Warum machen wir es dann erst? Okay. Sogar das Fenster soll verkauft werden. Uff. Wir fangen mit dem Boden wieder an. Oh. Dann kommt das. So, was machen wir? Die Paneele, braune Timberpaneele oder... Nee, die nicht. Die sind zu dunkel, finde ich. Also dann nehmen wir doch lieber die hier. 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache 7. Schauen wir mal, ob meine Berechnung, ob meine... Also, das sind ja immer nur so Schätzungen, ob ich damit halbwegs hinkomme. Oder ob ich einfach wieder mal übers Ziel hinausgeschossen bin. Ja. So, zweimal haben wir noch. Noch bin ich guter Dinge. Und ich kann sagen, ich habe diesmal wieder richtig geschätzt. Wir lassen dich aber mal da, weil wir bauen ja noch ein Fenster ein. Eventuell müssen wir am Fenster jetzt hier auch noch mal Sachen machen. Sehen wir hier. Ich glaube, da kommen noch mehr. Was bist du? Du bist eine Tür. So, stimmt, wir haben einen Balkon gebaut. Oh. Stimmt, es gibt ja einen Balkon hier draußen. Habe ich auch total vergessen. So, jetzt machen wir aber noch hier fertig. So. Nö, der Rest sieht doch gut aus. Erstmal. Ich glaube, mehr brauchten wir dann auch nicht, ne? Dann kommt diese Tür. Okay. Mhm. Okay. Warum ist da ein Lichtschalter? Der ist komisch angebracht. Ich will den bitte verschieben. So. Einzelbett? Wieso kommen jetzt hier schon wieder Einzelbetten rein? Kann mir das mal bitte wieder einer erklären? Hallo? Oder hier gibt es doch genug Zimmer, dass man
Das ist die Tante und ihr Sohn. Okay. Ein eigenes Zimmer haben können. Und das ist schon wieder das gleiche Interieur wie bei dem ITler, der ja zum Schaffarmer wurde und für seine Mitarbeiter Zimmer eingerichtet hat. Aber wir richten ja hier nicht für Mitarbeiterzimmer ein. Ja gut, das können sie sich dann theoretisch auch alles selber hinpacken, ne? Ja, ist der einzige Ort, wo ich sagen würde, da passt sowas hin. Okay, bei den Bildern können wir jetzt die Größe noch natürlich so ein bisschen beeinflussen und sagen, okay, ich will Größe X, ich will Größe Y. Aber L sollte ja theoretisch von der Größe her ausreichen, ne? So. Was haben wir hier? Metallhaken. Ja, die kann man direkt hier machen. Dann kann man theoretisch seine Sachen daran aufhängen. Und du bist... Was bist du? Oh. So, montieren. Okay. Vielleicht ist das ja tatsächlich die Südseite. Dann will man natürlich auf jeden Fall mal gerade morgens. Obwohl morgens ist die Sonne ja dann noch nicht drauf. Aber dann, warte mal, wenn da Süden ist. Da Westen. Dann geht die Sonne im Osten. Warte mal, Süden. Dann ist da Norden. Norden. Osten, dann würde da die Sonne aufgehen und so rumziehen. Ja. So. Ja, dann hätten wir den ganzen Tag hier. Ja, ich will nicht auf die Leiter, danke. So, dann fangen wir doch mal an hier. Bap, 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 bap. Verkaufe. Okay, haben wir auch. Halt, bevor wir hier natürlich jetzt irgendwas machen. Machen wir hier sauber. So, Fenster wieder gekauft. Nee, Fliesen. Dunkle Fliesen. Ja, da kommt auf jeden Fall ein heller... Helle Tapete, wenn wir haben, oder Paneele auf jeden Fall. Schon wieder die. Eins, zwei, drei, vier und ich nehme noch eine fünfte. Ich bin mir nicht sicher, wie breit die Wände sind. Da haben wir es schon gesehen. Da hat es halt nicht mehr gereicht, ne? Ja, vier sind über. Die behalten wir aber wegen dem Fenster, weil wir haben ja noch ein Fenster, was wir einbauen wollen. So. Dann haben wir direkt noch eine Tür. Dann Bücherregal. Hier irgendwas sieht nicht danach aus. Dann können wir theoretisch die Paneele jetzt benutzen. So. So. Dann werden wir damit durch. Und Geldi. Das ist kein Bücherregal. Das ist ein Akten- oder ein allgemein für alles mögliche Aufbewahrungsregal. Was noch eins?
Dann ist das das Büro. So. Okay. Jetzt kommen viele Kleinigkeiten, die wir hier machen. Ja, hier mit Stifthalter und hast du nicht gesehen. Wo man sich dann auch immer fragt. Also ich bin kein Fan von so einem Eckschreibtisch, muss ich persönlich so sagen. Aber das ist ja auch wieder... Dann kommt hier auch noch ein Fernseher rein? Ist das ein Witz oder wie? Ja, da wird's schön. Was ist das denn? Ach, das ist ein Rechner. Ah ja. Okay. Machen wir den da einfach mal hin. Tastatur. Aber eine Gaming-Tastatur. Also zumindest sieht es nach einer Gaming-Tastatur aus. Ne? Mit den vielen bunten Farben. Eine Billigmaus. Aber einen Curve-Bildschirm haben wollen. Für 1500. Na, halalala. Drucker. Radio. Ey, wo soll denn das alles hin? Also. Was ist das? Und natürlich noch ein Whiteboard. Warum auch nicht? Papierkorb ist klar, braucht man. Aber ich brauche kein Bild. Also, wir haben Bild ist nicht unbedingt verkehrt. Eine Uhr ist immer wichtig. Muss man leider so sagen, sonst vergisst man die Zeit. Obwohl ich da, sehe ich da... Ich habe den Einzeiger, sehe ich nur. Ich sehe nur Einzeiger. Das da könnte der andere sein, eventuell. Okay. Und wenn wir mit dem Raum auf durch, dann haben wir noch das Badezimmer. Gegenstand verkaufen. Ich gehe davon aus, wir verkaufen hier einfach alles. Ne, dich nicht? Okay. Dich auch nicht? Hä? Hä? Ach, kaufen. Ah, ich habe schon wieder verkaufen gelesen. Wir fangen erstmal mit den Bodenfliesen an, hätte ich gesagt. Dann machen wir gleich sauber. Der Dreck kommt tatsächlich mit, auch wenn wir fliesen. Na toll. So. Was haben wir dann hier? Wir nehmen mal die hier. Eins. Ja, vier brauchen wir. Würde ich sagen. So. Okay. Es kommt aber hin, ne, mit den vier. Da habe ich wieder halbwegs mal richtig gelegen. Also es sind natürlich, bleibt was übrig. Zwei bleiben übrig. Ah ja. Aber wir packen die mal hin, weil wir kaufen doch bestimmt noch ein Fenster, oder? Kann man dir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier kein Fenster kaufen. Oh, aber dann nur so eins? Hm. Bin ich jetzt ein bisschen schwach. Das finde ich tatsächlich jetzt ein bisschen schwach. Oh. Oh. Aber trotzdem, das passt eigentlich, ne? Wir haben jetzt noch sechs über. Da eine. Ja, gut, ja.
Hätte wahrscheinlich insgesamt mit dreien ausgereicht, aber trotzdem, das passt schon. So, haben wir. Eine Spüle. Wo sind die denn? Warum kommt die Spüle? Okay, ihr wollt die Spüle daran, machen wir das doch so. Das finde ich jetzt ein bisschen direkt neben dem Eingang, die Toilette. Weiß nicht. Da bin ich jetzt skeptisch. Sehr skeptisch. Badewanne. Oh Mann, okay. Ja. Die muss ja, wenn danach da hinten, ne? Hätte ich jetzt zumindest gesagt, ich weiß ja nicht, was für eine Badewanne die haben wollen. Aber die wollen tatsächlich so eine runde Badewanne. Okay. So ein Ei. Das sieht aus wie ein Ei. Wo sollen die sonst hin? Was ist das? Auf Fliesen weg. Ja, wo packt man hier einen Handbuchhalter noch mit hin? Also. Ich habe keine Ahnung, was wir. Also, das ist so hier. Das Bad ist... Okay, da... Nee, ich finde das überhaupt nicht schön gemacht. Die Wanne finde... Also, ich finde ja an sich Wannen nicht so schlimm. Nicht, aber wäre nichts meins. Achso, das ist Dings. Also, mal zu baden. Wie oft bade ich im Jahr? Ein, zwei Mal? Ich gehe jeden Tag duschen. Ich mag duschen, ich liebe duschen. Wovon wir hier aufräumen? Oh. Dann räumen wir kurz auf. So. Und gerade jetzt bei den Temperaturen, ne, jetzt im Sommer hier, wir haben ja teilweise Temperaturen, wo man wirklich denkt so, werdet mal schön, wenn es wieder ein bisschen kälter ist. Ja, wir regen uns immer darüber auf. Über Wärme. Und ich mag grundsätzlich eine Wärme, aber... Die Art der Wärme finde ich in Deutschland nicht so schön, muss man dazu sagen. Also es gibt andere Regionen auf dieser Welt, wo es angenehmer ist von der, also wo es teilweise wärmer ist, aber trotzdem angenehmer. Ja, so, Masterbett. Aber egal. Es ist warm. Jeder schwitzt. Jeder riecht. So, sehr schön. Sind doch aber schon wieder die gleichen Nachtschränke. Was ist das? Rotfell. Nachttischlampe Mond. Ah ja. So, gegenüber vom Bett. Ich gehe davon aus, dass hier wieder ein Fernseher drauf kommt. Oder drüber kommt. So.
Was bist du? Fernbedienung. Boxen. Da muss man tatsächlich überlegen, wo packt man die Boxen, weil ich hätte gesagt, die Boxen kommen so hin, dass man so ein bisschen wie eine Dolby Surround Anlage hat. Das wird eine Art Receiver oder sowas sein. Ja, einfach rein da. Oder ist das auch eine Konsole? Ah. Könnte natürlich noch eine Konsole, auch eine Konsole sein, ja. Man übertreibt es mit Lampen teilweise ganz schön, finde ich. Weil wir haben jetzt oben Lampen, wir haben Nachttischlampen und jetzt nochmal Lampen. Wozu? Du sag mir nicht, du bist ein Staub... mobilen Staubsauger im Schlafzimmer. Yeah, geil! So. Wenn wir da auch... Nee, was, Laminat verlegen? Oh, haben wir vergessen? Oh, nee, wir haben... Wir haben vergessen, Laminat zu verlegen und... 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache jetzt einfach 5 draus, weil... Bin mir nicht sicher, wie viel wir hier brauchen, aber wahrscheinlich ein bisschen was. Mir doch tatsächlich vergessen. Oh Mann. Kannst du doch keinem erzählen. Das, was ich immer zuerst mache, Boden und Wände, habe ich jetzt total verpeilt, wa? Also so richtig, richtig verpeilt. Aber gut. Das passiert auch mal. Ah, das kommt so ja hinten. Nein, okay, nicht ganz. So, halt. Weil das sieht ja hier einfach nur Müll aus, ne? So. Du dann weg. Dann sind wir hier auch fertig. Dann sind wir im ersten und im zweiten Stock eigentlich fertig und können nach unten marschieren. Wobei ich mit Sicherheit sage, ja, die Treppe soll mal wieder ändern. Das war fast klar. Nee, gefällt mir nicht. Ja, schon besser. Jo. Jo. So. Ich verkaufe jetzt einfach. Ich verkaufe euch, ich verkaufe euch, ich verkaufe dich. Ihr rennt jetzt einfach mal durch die Bude und macht hier... Okay. Die gönnt ja ihrer Tante und ihrem... Was ist, wenn das die Tante ist? Ist das der Cousin? Bemale die Decke mit Weiß. Nur die Decke? So, jetzt wird mich mal interessieren, haben wir auch die Sprühpistole für drinnen? Nee. Schade.
Das wäre natürlich geil gewesen, wenn wir die auch für die für drin gehabt hätten, die Sprühpistole. Na, 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 na. Ich mag Decken streichen gar nicht. Die Wände, finde ich, ist noch okay. Kann ich mit leben. Aber eine Decke zu machen, ist einfach nur boah. Ja, dieses über Kopf gucken mal dann die ganze Zeit, ne? Also, mag ich ja überhaupt nicht. Oh, was haben wir hier? Sehr schön. So, dann erstmal, das haben wir, das haben wir. So, weiß oder... Hier ist doch irgendwo eine Verschmutzung. Hä? Ach, die an der Wand. Die, die wir jetzt übermalern würden, oder wie? Oder was? So. Was, du bist schon leer? Das geht ja schnell gerade. Warum bist du denn so schnell alle? Merkwürdig. So, die Wand ist auch fertig. Aber wenn ich es richtig sehe, die Fliese noch nicht. Da. Sehr schön. Alles aber. So, das hätten wir. Dann kommt hier ein Rahmen rein. So, dann wäre der auch fertig. Sehr schön. Gefällt mir auch. Ah, wir hätten die Farbe mal nicht verkaufen sollen. Aber ist jetzt egal, dann ist das halt so. Okay, ist das in der Fenster? Weiß ich nicht, aber sieht ja fast danach aus. Eckschrank! Oh. Habt ihr gesehen, was man bei dem Eckschrank hier machen kann? Eventuell hätte man das auch bei dem anderen gekonnt. Ja. Das ist ein Hängeschrank, ne? Bist du ein Hängeschrank? Ah ja, okay, gut. So, die Spüle. Fangen wir mal nach da. Dann haben wir verschiedene Schränke. Ja, das ist jetzt wieder genau dieses Thema mit, wo kommt denn hier was hin? Keiner kann es beantworten. Keiner weiß es so genau. Und jetzt kommt schon ein Kühlschrank. Also. Ja, sowas plant man doch.
Dann gibt man eine Zeichnung frei oder sagt Bescheid. Okay, stimmt, ich habe keinen Herd. Ach, hier kommen nur... Okay, ich hatte mich jetzt schon gewundert. Okay. Das ist wirklich nicht gut. Aber ist nicht mein Problem. Ihr könnt ja selber nochmal umräumen. Was ist das? Ein Handbuch? Soll ich euch jetzt hier den ganzen kleinen Blödsinn kaufen oder was? Räumt ihn euch holt ihn euch selber? Also jetzt mal ernsthaft. Was soll der Mist? Bin doch nicht hier. Bin doch nur zum Renovieren da. Und ein bisschen Möbel einkaufen, hinpacken. Aber doch nicht hier, um alle fertig zu machen. Richtig schon wieder gesehen, dass hier nur ein Fernseher reinkommt. Tatsache. Es? Das ist so jetzt ein Scherz, oder? Soll hier auch noch eine Couch rein? Dann müsste der Tisch doch aber nach da. Ja, richtet euch das selber ein. So, Badge. Macht euren Mist alleine. Das ist doch langsam nicht mehr auszuhalten, oder? Also... Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber einrichtungstechnisch müssen doch die... Entweder eine Vorgabe machen oder sich nicht wundern, wenn alles irgendwie kreuz und quer und links und rechts irgendwie liegt. Genauso wie Bilder aufhängen. Woher, wo sollen denn die Bilder hin? Okay, da scheint jemand auf alles Mögliche zu stellen. So, genau, das kommt natürlich hier, wo das Essen ist, hin. Telefon? Schlimme ist, wir sind... Warum kommt denn jetzt hier noch so ein Kamin hin? Besonders die Dinger brauchen einen Abzug nach draußen. Naja, alles nicht mein Problem. Ihr könnt selber dann... Ah, hier kommt noch ein Staubsauger. Nee. So. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben hier noch einiges vor. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.